tut? Du hast ja nichts verloren, Priester. Geh! Jetzt! Blasphemie! Hört sofort auf damit! Beunruhigt dich etwas, Vater? Äbtissin, sieh doch! Sie verbrennen die ganzen Schriftstücke! Wieso verhinderst du das nicht? Weil ich den Befehl dazu gab. Was? Die Pergamente, die vor dir brennen, sind voller Lügen. Solange es sie gibt, hast du keine Hoffnung, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Lügen? Äbtissin, was ist mit dir geschehen? Wir sind Gottes Kinder. Wir alle. Wende dich nicht von ihm ab, bitte. Ich flehe dich an. Noch kannst du bereuen. Gott wird dir vergeben. Du weißt, dass er es wird. Dein Geist wurde vergiftet, doch sei unbesorgt. Wir haben das Gegengift. Wir werden das Vorbild sein, dem alle nacheifern können. Du bist des Wahnsinns! Damit kommst du nicht davon! Das lasse ich nicht zu! Du kannst es niemandem sagen. Niemand wird deine Schreie hören. Wenn du es nicht erträgst, sie brennen zu sehen, dann brennst du mit ihnen. Ich will das alles zerstören. Alle Texte, jeder Absatz, jede kleinste Notiz, alles. Es wird Zeit, ihm ein Ende zu setzen. Ja, Feuerprobe. Die Äbtissin ist die Feuerprobe. Sie tötet alle, die sich ihr in den Weg stellen. Ich muss ihr nächstes Opfer schützen. Das Feuer beseitigt Unreinheiten. Es ist unsere Pflicht, die Zukunft von Jofarvik zu läutern. Thank you.
Hilf mir. Sei meine Augen. Geh. Sag die Äbtissin, schick dich. In mir hat immer schon dieses innere Feuer gebrannt. Das Verlangen, etwas Großes und Wichtiges zu tun. Doch diese Tür war mir immer verschlossen. Meine Methoden schienen so drastisch. Ich wurde verstoßen, gemieden, verachtet. Der Orden jedoch, er schenkte mir Beachtung. Er erkannte den Mut, der mich antrieb. Den Mut, die Welt zum Besseren zu verändern. Sie öffneten die Tür für mich. Und du nutztest die Gelegenheit, eine Lebensweise zu zerstören, die du nicht gut hast. Wir haben wieder und wieder gesehen, was geschieht, wenn wir die Menschen ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen lassen. Wissen muss kontrolliert werden. Nur dann wird die Botschaft von der Masse verstanden. Der Tag, an dem es nur noch eine Wahrheit gibt, rückt näher. Eine Wahrheit. Das ist das Angebot des Ordens. Sie wollte einen neuen Funken entfachen, doch tat sie es mit harter Hand, nicht mit der Zunge einer Lehrerin. Deine Läuterungen enden hier und jetzt. Meine Arbeit ist unvollendet, jedoch nicht ohne Belang. Andere werden sie weiterführen, denn einer der vier ist unser. Wieso sagst du das? Was hat das zu bedeuten? Nun gehe ich. Eine Flamme, die hell brennt und ewig weiter brennen wird. Nach Helheim wurde ich kältere und grausamere Feuer erwarten. Was hast du zu berichten? Das Licht der Feuerprobe ist erloschen. Es war die Äbtissin von Jofavik, Ingeborg. Bei den Göttern, das hätte ich nie gedacht. Kennt die Macht des Ordens keine Grenzen? Nein, und oft sind es diejenigen, die wir am wenigsten verdächtigen, die seine Ziele verwirklichen. Die Äbtissin wollte alle christlichen Texte in der Stadt vernichten, ihre Ideale aus Jofavik vertreiben. Sie sagte etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Einer der vier ist unser. Vier? Aber es gibt nur drei Ziele in Jofavik. Haben wir etwas übersehen? Verdammte Pikten! Reicht es nicht, dass sie den Orden halten? Jetzt laufen sie auch noch in unseren Landen ungehindert herum. Jör sagt, wir hätten Späher auf ihrem Boden. Unter dem Boden! Nur einer kehrte zurück, geprügelt und geschunden.
Möge die Mutter sie zu sich nehmen. Jofina, hast du einen Moment? Bring Hermit, sollte er in der Nähe sein. Ich bin sofort bei dir, Herr. Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Einer der vier. Rixige, Faravid, Audun und... Die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Habe ich etwas übersehen? Das werden wir früh genug erfahren. Wachsiegel. Es ähnelt dem aus der Kloake. Auf dem Boden sind Katzspuren. Hjörs Tisch stand mal an der anderen Wand. Wieso jetzt nicht mehr? Wo sie wohl hinführt? Bewache die Tür. Das Zimmer zur Linken. Dort tagen die Ratsmitglieder. Dieser Tisch sieht aus, als wäre er hierhin bewegt worden. Er gehört Hjör. Er ist voller Silber. Das Siegel, das du der Nadel abnahmst. Glaubst du, dass es jemand gestohlen hat? Lass uns mal. Hier wurde Wein gelagert. Wer noch wegbrachte, war in großer Eile. Eine Ladung Wein wurde hier weggebracht und der Raum riecht nach Mandeln. Vielleicht ist der Wein vergiftet worden. Vermutlich der Wein für das Julfest. Glaubst du etwa, dass eines der Ratsmitglieder vorhat, alle Gäste zu töten? Das sieht so aus. Er ist es nicht. Nicht mein Hjör. Er würde das niemals tun. Er... Reiß dich zusammen. Sobald wir alle Fakten haben, können wir über Hjör nachdenken. Jetzt müssen wir erstmal zum Julfest. Die Menschen dort schweben in Gefahr. Du hast recht. Zum römischen Amphitheater. Gehen wir. Siehst du den Wein? Nein. Dann haben wir noch Zeit. Der gesamte Rat ist anwesend. Jeder von ihnen könnte die Kammer sein. Halt Ausschau nach dem Wein. Ich spreche derweil mit den Ratsmitgliedern. Vielleicht verfangen sie sich in einer Lüge. Auch Hjör? Auch Hjör. Wenn er die Kammer ist, dann werde ich sicher nicht zulassen, dass ihr hier alle tötet. Jofina. Ich hab verstanden. Aber versprich mir eins. Rede mit mir, bevor du zuschlägst. Versprochen. Dann rede ich mal mit. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Faravid, auf ein Wort. Drenger, wenn du mit mir kämpfen willst, lautet die Antwort ja. Jemanden wie dich könnten wir gegen die Pikten brauchen. Du darfst mich bitten, aber ich wähle meine Seite mit Bedacht.
Trinkst du gern? Ha! Wenn das eine Herausforderung ist, nehme ich an. Sehr gut. Ich werde gleich mit Wein zurückkommen. Wein? Ach komm, wir trinken lieber Ale. Dann haben wir länger Spaß dabei, gemeinsam betrunken zu werden. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Vielleicht führt mich das zur Kammer. Welch entzückendes Festmahl. Audun hat sich wahrlich selbst übertroffen. Allerdings. Audun, anscheinend hast du ja doch Geld gefunden, um das Fest abhalten zu können. Du bist sicher glücklich. Da untertreibst du. Sieh nur, ich hätte mir keinen größeren Erfolg wünschen können. Bald wird das Festmahl aufgetragen und all diese Leute erhalten, was sie verdienen. Darauf sollten wir anstoßen. Ich hole uns etwas Wein. Nein, nein, ich darf nicht sündigen. Der Wein ist für die Bewohner Jochowicks. Aber trink du nur, sobald er ankommt. Allerdings, der Großgräve von Jochowick hat eine strahlende Zukunft vor sich, wenn er so weitermacht. Tja, wer war das? Da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Dazu besteht kein Grund. Wir haben die Kammer hierher verfolgt. Er gehört zum Rat. Bist du sicher? Ja. Sobald ich weiß, wer es ist, bohre ich ihm meine Klinge ins Herz und beende die Sache. Bis dahin ist es wichtig, dass ich keinen Argwohn mit meiner Nachforschung errege. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Was soll ich für dich tun? Biss auf dich so schnell du kannst. Was? Wieso? Ich brauche eine Ablenkung. Der Wein sollte bald ankommen. Trink 3 volle Becher und dann beginn mit dem Schauspiel. Das kann ich mir nicht leisten. Du musst eine andere Lösung finden. Tu es einfach. Ich werde das Silber in den nächsten Tagen haben. Vielen Dank. Natürlich. Rücksäge. Ah, nimmst du auch am Festmahl teil, Eivor? Ich habe schlechte Nachrichten. Der Wein für das Fest ist leider verdorben. Natürlich. Wieso sollte ich etwas anderes erwarten? Ich werde ihn vernichten lassen. Vielleicht gibt es noch Wein in meinem privaten Lager. Ich schicke jemanden, ihn zu holen. Sonst noch etwas? Das ist alles. Genieße das Fest. Ich versuche es. Eivor, konntest du herausfinden, wer die Kammer ist? Noch nicht, aber ich werde bald zu einer Entscheidung finden. Wir müssen die Kammer finden. Hast du eine Ahnung, wer es ist? Ich glaube, ja. Jedes Ratsmitglied hat mir Gründe gegeben, es zu verdächtigen. Einige mehr als andere. Und wen hast du im Verdacht?
Audun war es, der von Anfang an dieses Fest wollte. Er hat es geplant. Also hatte er auch Zugang zum Wein. Und er half der Äbtissin Ingiborg dabei, christliche Texte zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass sie die Feuerprobe war. Ja. Ja, du hast recht. Und der Wein? Von allen Ratsmitgliedern wusste nur er, dass der Wein noch nicht da war. Als ich welchen anbot, verweigerte er sich und bestand darauf, dass er nur für die Gäste wäre. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Audun die Kammer ist. Brüder, Schwestern, liebe Freunde, seid willkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unsere Ehrengäste vorstellen. Einige von Jofroviks meistverehrten Persönlichkeiten geben sich die Ehre. Männer und Frauen, die die Stadt in diesen rauen Zeiten am Laufen gehalten haben. Daher freue ich mich, dass wir heute nicht nur Jul ehren, sondern auch die Edelinge, in deren tiefer Schuld wir anstehen. Der Wein! Audun ist die Kammer! Zu spät! Lassen wir die Gelegenheit nicht verstreichen! Nun bitte ich euch, ihre und eure Erfolge mit mir zu feiern. Trinken wir auf das, was ihr verdient und mehr. Verdammt! Und nun, betäubt und geblendet von eurer Lust nach Schwelgerei und eurem närrischen Stolz, sage ich euch, was genau eine edle Abstammung ist. Ein Todesurteil. Eine neue Weltordnung steht bevor. Leider wird sie keiner von euch erleben. Bring die Ratsmitglieder in Sicherheit. Ich übernehme Audun. Los! Es gibt kein Entkommen. Bist du aus der Puste? Du bist erledigt! Wir wetten, wer gewinnt? Deine Zeit ist um! Erinnerst du dich an Bragis Doppelstoß? Du entkommst nicht! Was wolltest du mit alledem erreichen? Welche Reichtümer sind so viel Elend wert und den Tod von ehrbaren Männern und Frauen? Nur ein dümmlicher Geist würde sie ehrbar nennen. Sie sind privilegiert, langsam, selbstgefällig. Sie verschwendeten ihre Mittel. Ich sicherte unsere Macht durch Reichtum. Ich bin Teil der Zukunft eines wunderbaren Ordens. Du hast ehrliche Menschen ausgenutzt. Händler, Priester und Edellinge. Eivor, du liegst falsch. Deine primitive Kosmologie hält dich zurück. 9 Welten in einem Baum? Nein.
9 mal 9000 Welten mit ebenso vielen Sonnen. 9 Nächte hing ich an diesem Baum, opferte mich selbst, mir selbst. So sucht der Weise nach Weisheit. Zahllose Sphären, die unser Geschenk, unsere Erleuchtung erwarten. Ich lebe nur in einer. Du lebst in keiner. Dein Glück ist verbraucht. Mein Schicksal ist besiegelt. Strecke deine Flügel, Sühnen. Alles in Ordnung? Uns geht es gut. Faravid und seine Leute haben König Rixige zurück in seine Halle gebracht. Alle sind in Sicherheit. Dann treffen wir uns dort. Audun, dieser wehleidige Scheißkerl. Konspiriert direkt vor unserer Nase. Das ist mir egal. Ich will antworten. Ruhig, König Rixige. Audun ist tot. Das beruhigt mich nicht. Ich wollte ihm persönlich die Wirbelsäule rausreißen. Du willst mich beruhigen? Fang an zu reden. Audun war mit einer geheimen Gruppe im Bunde, die Jofa-Weg übernehmen wollte. Er bekam Hilfe von 2 anderen. Grigori, dem Hafenmeister, und Ingiborg, der Äbtissin. Und du? Warst du seit dem Moment deiner Ankunft auf der Spur dieser Verschwörer? Ja. Es durfte nur nicht bekannt werden. Diese Gruppe kann jeden erreichen und die Mauern jeder Stadt durchdringen. Wie Würmer in einem Apfel hätten sie Jofa-Weg von innen zerfressen, wenn wir es ihnen erlaubt hätten. Aber du konntest es verhindern. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet. Sei sicher, dass Jarl Halfdan davon erfahren wird. Ist die Bedrohung vernichtet, dann ist ja auch meine Verbundenheit gewiss. Ich verdanke dir mein Leben, so wie viele andere auch. Ich würde dich gerne zum Großgreve von Jofa-Weg ernennen. Ehrenhalber. Nimmst du an? Das klingt jedenfalls gut. Du ehrst mich, Herr. Du hast es dir verdient. Wenn ich so frei sein dürfte, in den Hohlräumen unter den Straßen liegt ein großer Silberschatz. Wie wahr? Das Silber, das der Hafenmeister eingetrieben hat. Was schlägst du vor, damit zu tun? Schwer arbeitende Händler wurden ihrer Waren beraubt. Ehre das Julfest, indem du das Silber den ehrlichen Bürgern Jofa-Wix zurückgibst. Ein weiser Rat. Ich stimme zu. Gut. Ich sorge dafür, dass Hjör das Silber gleichmäßig verteilt. Komm, Faravid, hilf mir, den Schatz zu bergen. Ich könnte etwas frische Luft vertragen. Es gibt ein Sprichwort in Jarmaland. Nur die Toten dürfen sich beschweren. Und wir leben noch.
Ich könnte ein paar Worte gegen den König oder das Schatzhaus vorbringen. Aber wozu? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht war es unser Schicksal, Harald Nordwege vorzuenthalten. Vielleicht ist es das noch. Nein. Nordwege liegt nun hinter mir. Und der Rest Englerlands vor mir. Gleichwohl, ich muss gehen. Warte. Solltest du uns je brauchen, wir kommen. Noch eine Sache. Das Silber auf deinem Tisch hier. Es sät einen Zweifel in mir, also muss ich es wissen. Wofür ist es? Ich kann wohl auf die Überraschung verzichten. Ich habe einen Silberschmied angeheuert, um ein Geschenk für Yuffina schmieden zu lassen. Zum Julfest. Du Gauner! Ich werde dann lieber gehen, bevor ihr den Thron entweiht. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, Eivor. In dieser Welt oder der nächsten. Wenn es dich erneut nach Jofurvik verschlägt, trink ein Ale mit uns. Ich kenne ein Gasthaus die Straße runter. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Ekkurin, vabyö ja fattorin, itre minum mera mimis bruni, vabyö ja fattorin, amen ekkurin, vabyö ja fattorin, reikö myöti mir mögen feljana feria osa grimer. Thank you.
Bürger von Thorin.